Ich hoffe nur, das wird jetzt nicht zu langweilig für euch. Beim Herstellen vom Schmuck geht es mir quasi um zwei Sachen gleichzeitig. Eigentlich um drei. Ja? Wir haben schon ein bisschen Zeitvertreib, während wir halt darauf warten, dass die diversen Leute antanzen und wir die diversen Questreihen hier fortsetzen können. Dann gleichzeitig können wir den Schmuck natürlich dann in gutes Geld verwandeln, wenn Frau Anmut wieder da ist. Und so ganz nebenbei, es sind nicht viele, aber so ein paar rote Punkte sammeln wir damit dann auch nochmal. 560 rote Punkte. Wenn wir 560 rote Punkte zusammen haben, dann haben wir endlich genug Punkte, um uns sämtliche Technologien, die in diesem Spiel zur Verfügung stehen, zu kaufen. Das finde ich richtig geil. Das ist ja tatsächlich eines der absoluten Hauptziele, die ich mir in diesem Let's Play hier gesteckt habe. Und dass wir jetzt tatsächlich so kurz davor sind, das zu erreichen, das ist schon irgendwie genial. Komm schon, das reicht gerade so, jawohl. Gut, dann machen wir gleich weiter mit der Schmuckproduktion. Was wir haben, haben wir. Ja, okay, das ist jetzt nicht so überwältigend. Gut, 75 rote Punkte kann ich mir morgen vom Astrologen kaufen. Das darf ich nicht vergessen. Das heißt, tatsächlich zusammenkriegen muss ich nur... Was sind denn 560 minus 75? Das sind 500... 485. 485 Punkte müssen wir so zusammenkriegen. Da stehen wir kurz davor. Nur überlegen, was wir vielleicht jetzt noch irgendwie zusammenschustern können. Für so ein paar Pünktchen. Ja, oder wir erforschen natürlich einfach unten auf dem Arbeitstisch noch ein bisschen was. Unsere Waffen und sowas, das bringt doch auch rote Punkte, ne? Wieso habe ich da eigentlich nicht vorher dran gedacht? Da brauchen wir 10 Science-Punkte für. Gut. Zerlegen wir ein paar Notizen. Machen wir mal 30. 30 Punkte klingt gut, oder? Ich muss gleich zum Inquisitor, das darf ich auch nicht vergessen. Sonst müssen wir noch wieder eine Woche warten. Das ist doch die Chance. Alter, das war's. Das war's, wir haben's. Wir haben es. Leute, wir haben die Punkte zusammen. Ich gehe jetzt zum Inquisitor und dann kümmern wir uns darum, unsere Kirche noch ein bisschen abzugraden. Mit den Technologien, die wir jetzt hier gleich noch freischalten. Und ansonsten würde ich sagen, setzen wir hier so allmählich echt direkten Kurs auf das Finale des Spiels. Mäh. Da bringt mir also gar nichts. Das ist gemein, ist das gemein. So, also eine steinerne Gebetsbank. Laternen. Wir gucken mal, was wir dafür so brauchen. Das wäre doch wohl gelacht, wenn wir das da jetzt nicht irgendwie... Da kommt dann auch unsere nächste Chance auf ein dunkles Herz. Ja, gleich. Ach, für eine steinerne Gebetsbank brauche ich ein silbernes Buch. Okay. Für Marmorplatten brauche ich einfach nur Marmor. Und für eine Laterne brauche ich Glas... Und einfache Eisenstücke. Machen wir mal erstmal Laternen und ein, zwei Marmorplatten, oder?
Und dann fertigen wir uns nochmal ein silbernes Buch an. Das sollte jetzt nicht das größte Problem werden. Ich glaube, silberne Notizen haben wir sogar noch. Das dürfte relativ schnell gehen. Wieder kein dunkles Herz. Bitter. So. Ich will schon alles herstellen und produzieren können. Alles, das ist schon geil. Kann natürlich sein, dass dabei ein dämliches goldenes Buch bei rumkommt, ne? Vielleicht lieber. Ich habe Stift und Tinte nicht mehr. Na gut, machen wir erstmal. Ich weiß immer noch nicht, woraus man Gerbstoff herstellt, oder? Ich sollte mir vielleicht einfach nochmal ein gebundenes Buch kaufen. Das beim Astrologen dann. Irgendwie auch gar nicht mehr so richtig den Reiz, das alles aufzustellen. So, ein paar einfache Eisenstücke mitnehmen. Und natürlich, also. Marmor. Ach, Glas. Glas habe ich vergessen. So, das klatschen wir da unten nochmal hin. Jetzt wollen wir noch das Glas. Gut, muss ich gucken, ob ich noch normales Glas habe. Ansonsten ist das ja relativ schnell hergestellt, ne? Also so ist es ja nicht. Das könnte hier zum Beispiel drin sein. Da eher nicht. Hier könnte Glas drin sein. Hier ist auch Glas. Obwohl. Zwei Laternen klingt gut, oder? Ich stelle mich einfach mal auf zwei Laternen ein. Ja, doch. Also, ich habe es ja gesagt und der Vollständigkeit halber werden wir diese steinerne Gebetshalle da nochmal hinklatschen. Wobei ich gucken werde, ob ich mir eventuell vom Astrologen ein silbernes Buch kaufen kann, dass ich das nicht erst herstellen muss. Ja, ich hatte irgendwie befürchtet. Dass das mit den Laternen so funktioniert. Aber ist ja letztendlich jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt, ne? Plups und plups. Ha, ist das schön. Und eine Friedhofsqualität von 294. Wenn wir jetzt unsere steinerne Gebetshalle hier noch hinbauen, sieht das doch richtig gut aus. Das da unten gefällt mir auch mit den Marmorplatten vor unseren Urnenhallen. Und, oh, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön.
Kann ich mich schon teleportieren? Ja, kann ich. Warte. Abbruch, zurück, rückgängig. Ach, das Geld vom Händler hatte ich mir schon geholt, ne? Was bedeutet, das ist jetzt der Punkt, an dem ich diese ganzen Bestattungsurkunden mal einlöse. Ich will mir ja schließlich das Buch kaufen, ne? Das bedeutet, dass ich jetzt alle Truhen einmal abgehen muss, um zu gucken, wo ich überall Bestattungsurkunden reingeschmissen habe. Ja, nicht, aber hier. Ja, die können wir auch mitnehmen, die können wir auch gleich mit verkaufen und zu Geld machen. So, hier unten hatte ich welche. Der Esel jetzt wirklich alles aufgebraucht, ja? Scheiße. Ich brauche doch noch ein dunkles Herz. Das ist blöd. Das ist schon ein bisschen blöd. Ich brauche diese Leichen ja wirklich nur noch für die dunklen Herzen. Okay. Schmeißen wir dem Esel doch nochmal 150 Karotten in den Rachen, damit er uns Leichen bringt, die wir nicht mehr brauchen. Das klingt doch nach einem vernünftigen Plan. So. Hat auch geklappt. So, teleportieren. Das war ins tote Pferd. Die Dinger hier loswerden. Da haben wir nämlich 25 Silber, mit denen wir uns eventuell, zumindest sofern wir es noch rechtzeitig zum Leuchtturm schaffen, ein silbernes Buch kaufen können. Mit dem silbernen Buch können wir dann unsere steinerne Gebetshalle noch bauen und können uns dann auf das Upgraden unserer Kirche konzentrieren. Da haben wir ja auch so ein paar Sachen, die wir dann da nochmal hinstellen müssen, ne? Die wir jetzt mit neuen Technologien da noch freischalten werden. So. Dankeschön. Wo wir gerade dabei sind, hier zweimal Stift und Tinte, kaufe ich dir auch noch ab. Ja, es dauert noch ein bisschen. Dann können wir nämlich rein theoretisch auch selber wieder ein paar Notizen herstellen und solche Geschichten. Also ich finde ja, dieses Spiel, das legt teilweise echt ein bisschen zu viel Wert darauf, dass man ganz genau die Anforderungen erfüllt, die jetzt da gerade eben auch auf der Anforderungenliste stehen. Das ist ein bisschen doof bei so Sachen dann wie... Ja, warte mal, ich gehe mal hier durch. Ich will ja gucken. Ich brauche noch drei. Gut. Das ist dann so ein bisschen doof, wenn... bei so Sachen, die ein silbernes Buch oder silbernen Wein oder irgendwie sowas in der Art benötigen, dass da dann auch tatsächlich nur das Silberne akzeptiert wird und er nicht bereit ist, dann da auch goldene Produkte zu nehmen. Finde ich doof, kann man mit leben, ist aber unnötig
Ja, das ist einfach unnötiger, ja, keine Ahnung. Hätte einfach nicht unbedingt sein müssen, meiner Meinung nach. Gut, dann basteln wir mal. Ein Buch zusammen. Ich gehe erstmal kurz schlafen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das bedeutet, dass das Spiel abspeichert. Dann können wir nämlich unser silbernes Buch vielleicht relativ gefahrlos herstellen. So, wir haben ja jetzt gerade ja, das Problem ist 20% Chance auf ein goldenes Buch. Aber ich gehe das Risiko einfach mal ein, weil 20%, das ist ja jetzt nicht so gewa... Fick dich doch ins... Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt egal, so. Jetzt wird Safe Scumming betrieben. Es kann nicht sein, dass ich vorher bei 80% Chance auf eine goldene Marmorstatue drei oder viermal hintereinander silbernen Scheiß produziere und jetzt, wo ich ein silbernes Buch produzieren will, mit einer 20%igen Chance, dass ein goldenes bei rauskommt, ja, da klatscht er mir einfach das goldene Buch dahin. Das kann ja nicht wahr sein, ey. So. Das war doch jetzt gar nicht so schwer. Und bevor ich das Gebet halte, will ich natürlich jetzt hier das Ding noch auf dem Friedhof aufstellen. Muss ich nur gucken, was brauche ich denn dafür? Steinerne Gebetsbank. Brauchen wir noch 4 polierte Steine und einen geschnitzten Stein. Das kriegen wir doch hin. Ich weiß doch schon, wo ich die hinstelle. Damit das Ganze dann auch optisch ein bisschen stimmig ist. So, wir haben offenbar noch genug polierte Steine einfach so rumliegen. Ich müsste die jetzt so auf diese Art gar nicht herstellen. Aber dann haben wir sie zumindest gleich schon mal im Inventar. Dann brauche ich nicht erst lange suchen, wo genau wir die jetzt hier eventuell lagern. Leute, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Gleich haben wir eine Kathedrale und sind Aristokraten und... Ah, ja. So, ich vermute mal... Aus dem Weg... Ich habe einen fucking polierten Stein vergessen. Beziehungsweise ich habe ihn nicht vergessen, sondern das Spiel hat sich gedacht, na, benutzen wir mal erst mal den polierten Stein, den er sich eben extra ins Inventar gelegt hat. Gut, kann das Spiel nicht wissen, nervt mich gerade trotzdem. Ist mir egal, dann poliere ich mir halt noch einen. So. Jetzt aber. Ich will jetzt endlich wissen, wie es ist, wenn man sich da eine Kathedrale hinstellt. Da irgendwelche Vorteile von ab nochmal, das habe ich mir schon gedacht. Aber das macht nichts, dann kommt das da halt weg. Dafür die steinerne Gebetsbank dahin. Und dann ist unser Friedhof fertig. Ja, dann haben wir auf dem Friedhof alles einmal gebaut, was man sich denn so auf den Friedhof stellen kann.